Hallo Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Nearwood. Ja, ich musste das Spiel nach der letzten Aufnahme komplett nochmal spielen, also bis zu dem Punkt hier. Ja, weil die Speicherpunkte ja immer überschrieben werden, was ein bisschen blöd ist und das Spiel oft abstürzt. Ich habe das auch schon in den Steam-Foren gelesen und da gibt es wohl leider keine Lösung für. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht noch öfter. Aber gut, wir schauen uns erstmal hier um und sind optimistisch. Es sieht so aus, als sollte diese Statue etwas in der Hand halten. Gut, wir haben aber nichts dabei. Okay, in der Mitte fehlt etwas. Okay, wissen wir Bescheid. Da unten schimmert etwas Metallenes. Ach, das da. Okay. Komplett eingestürzt. Hier scheint nur noch Sprengstoff zu helfen. Er kommt wegen des Einsturzes nicht nach Hause. Ach, der Arme. Aber gut. So, ich weiß, dass ich die Pilzsporen noch nicht eingesammelt habe. Die hatten wir in der letzten Folge. Ich habe das mit den Abstürzen auch jetzt nur erzählt, falls irgendwas im Inventar anders ist. Nicht, dass ihr euch da wundert und denkt... Strange? This used to be such a busy place. This was an alchemist's factory. The gnomes used to make gold, silver and bronze here, as well as polished gems. But now, it's all in ruin. Ja, wie gesagt, das nur zur Erklärung. Nichts, da irgendwas im Inventar anders ist und ihr denkt, ich schummel oder keine Ahnung. So, Snoopsy. Snoopsy? Der ist ja süß. Das arme Ding scheint sich überfressen zu haben. Oh, wie süß. Pflaumen? Hat das Tier zu viel davon gegessen? Ob vielleicht das magische Wasser Auswirkungen darauf hat? Na gut, wir haben nur noch den süßen Sirup. Schade. Oh, Feuersymbol. Was ist das denn? Irgendetwas fehlt. Ich glaube, ich brauche einen Knopf, um diese Maschine zu aktivieren. Okay. Viel zu tun hier, kann es sein? Ich benötige zwei Schlüssel. Okay, und wir haben nicht einen. Das Labyrinth ist unvollständig. Okay, brauchen wir sogar noch drei Teile. Ist ja echt einiges zu tun. Was ist das hier? Nichts. Leeres Glas. Ach so, okay. So, ich glaube, dann müssen wir zuallererst nochmal in den Garten und das Rätsel mit den Blumen lösen. Da habe ich mich ja in der letzten Folge erfolglos dran versucht. Das hier haben wir aber doch schon... Ach ja, klar. Das haben wir ja schon gemacht. So, sind hier noch Snoopsies, die ich vielleicht übersehen habe? Ich sehe gerade keine. Nee. Okay, dann versuche ich nochmal mein Glück. Also, ich habe gesagt, die Ecken ausfüllen und die großen Teile benutzen. Deshalb, huch, deshalb, hallo, die großen Teile benutzen. So, rot packen wir einfach mal dahin. Den packen wir, okay, dann haben wir da unten eine frei. So sieht das schon besser aus, ja. Lila, das war der nicht. Ich wollte den grünen. Der kann dahin. Haben wir irgendwas? Das passt nach unten. Das passt so nicht. Wenn wir den dahin packen, haben wir den Dreier. Ach, den Zweier. Nee, das passt ja nicht. Mist. Huch. Dann den nochmal weg. Ja, huch. Ach so, orange, orange. Okay. So. Das, ach nee, jetzt. Ah, orange, orange. Lila packe ich mal dahin. Dann brauchen wir da für die Ecke so einen. Und den eventuell. Den eventuell da. Sieht ja fürs Erste schon mal nicht schlecht aus, dafür, dass ich mich so blöde angestellt habe.
einer haben wir nicht. Einer haben wir nicht. Das heißt, der blaue kann im Endeffekt nirgendwo hier hin. Ah, doch, klar, mit einer. So, und hier so. Wann haben wir da keine Einer mehr? Den nochmal, Moment, den mal dahin. Ach ja, der darf ja nicht, der kann dahin und der kann dahin. Okay. Sag bloß, wir haben's. Wir haben's, Leute. Ja! Warum habe ich mich da beim letzten Mal so schwer getan? Neuer Gegenstand, Sonnensymbol. Sonnensymbol war da hinten, okay. Ja, ganz ehrlich, ich habe da beim letzten Mal so lange gebraucht und jetzt hier zack, zack, oder was? So. Nee, das war in der Höhle, ne? Sonnensymbol. Hier nämlich, jetzt kommt bestimmt sowas wie Memory. Ah, nee, doch nicht. Ordne die Symbole richtig zu, sortiere sie den Jahreszeiten entsprechend. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Wow, das ist, das ist schwer. Winter. Ich sehe gerade nichts, was zum Winter passt. Also, Schuhe passen zum Sommer. Taucherbrille auch. Der Hut passt auch zum Sommer. Der Kürbis passt zum Winter. Ist das ein Stiefel oder ein Socken? Dann passt der dahin. Osterhase passt zum Frühling. Die Blume, was soll das sein? Kann ich gerade nicht erkennen. Das passt zum Herbst. Der Regen passt zum Herbst. Das passt zum Frühling. Ich muss mal ein bisschen schlauer hier umwechseln, glaube ich. Nicht immer nur einfach wahllos drauf. So, ich würde sagen, Herbst ist komplett, sofern, ja doch, die Eicheln und das Eichenblatt. Das passt schon. So, Winter, Winter, Winter. Eins für Winter fehlt noch. Ist das ein Schneeglöckchen? Keine Ahnung, mit Blumen kenne ich mich nicht so aus. Hier, Weintrauben. Frühling oder Sommer? Schmetterling. Frühling oder Sommer? Vögelchen. Tauschen wir das mal? Nein. Da mache ich mich gerade noch so lustig und sage, wow, das ist schwer. Oder ist das hier, ist das ein... Ah, das ist so ein Kranz. Das hier ist auch noch nicht richtig? Was? Dann, das ist doch auch ein Kürbis, oder? Dann gehört eins der Blätter da nicht hin. Ich weiß noch nicht, was das sein soll. Der Sommer ist auch noch nicht richtig, Leute. Weintrauben im Sommer? Also, Taucherbrille, Schnorchel. Hut. Ja gut, der Hut könnte vielleicht auch den... Hut im Frühling? Man kann auch im Sommer einen Hut tragen. Man kann immer einen Hut tragen. Ach, das ist schon... Ist das hier schon farbig? Kennt man gerade so schlecht. So, jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn hier nicht richtig? Herbst, ja? Regen. Ist klar. Das, was ist das? Ahornblatt? Ich glaube, Ahornblatt. Kürbis? Kürbis? Weintraube. Dann das hier. Dann das hier, was wir schon hatten. Vogel ist definitiv Frühling. Ostern auch. Ich weiß nicht, welche Blume das ist. Ich hätte jetzt gesagt, es ist ein Schneeglöckchen. Es gibt aber auch Maiglöckchen. Vielleicht auch das hier. Was? Ich hätte den Schmetterling eher eigentlich zum Frühling gesetzt. Vor allem Weintrauben. Und was ist das hier? Sind das kahle Äste? Dann könnte es auch da passen. Sandalen passt, das passt. Nee, ich glaube, das hier ist nicht richtig, weil schaut mal, so farbig ausgefüllt ist es dann doch noch nicht. Also, im Frühling ist Ostern, ja? Ostern ist ja nicht im Sommer. Im Frühling zwitschern auch die Vögel. Es fliegen manchmal auch Schmetterlinge, wobei vielleicht doch eher Sommer. Aufkeimende Blume. Ich habe keine Ahnung, das muss definitiv weg. Ein Hut im Frühling geht natürlich, wenn man den möchte. Das hier ist doch ein Kürbis, oder?
definitiv. Das ist ein ausgehöhlter Kürbis Halloween und das ist ein normaler Kürbis. Definitiv Herbst. Regen auch. Ja, bei den Blättern und Blumen bin ich mir unsicher, wobei ich glaube, denn eine Eichel. Eine Eichel fällt im Herbst runter. Oder im Frühling? Nee, im Herbst, oder? Ich weiß es nicht. Boah, ich mache mich noch voll lustig und sag ja, ja. Und jetzt das hier. Weintrauben im Sommer. Es ist jetzt Frühling, ja? Ich habe gestern Weintrauben gekauft. Also gibt es jetzt auch Weintrauben. Oder ist damit irgendeine Weinlese oder so gemeint? Oder Rebe? Vögelchen, Ostern, Hut. Sandalen? Im Frühling? Das finde ich jetzt... Das ist aber jetzt doof. Die drei sind klar. Dann könnte ich eigentlich nur noch die austauschen, bei denen ich mir hier unsicher bin. Das ist eigentlich eher weniger. Oder vielleicht im Herbst einen Hut? Nee. Quatsch. Es könnte aber auch ein Sonnen... Es könnte auch ein Sonnenhut sein. Das Spiel ist abgestürzt. Black Screen. Jo. Sehr gut. Boah, dieses Spiel macht mich fertig. Wie lang ist die Aufnahme jetzt? 10 Minuten. Jetzt darf ich das alles nochmal machen. Ja, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Mann, 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 ist das nervig. Also nochmal. Der Kürbis kommt dahin, das Blatt kommt dahin. Ne, wir machen erst den Winter, weil das war das Einfachste. Das habe ich ja direkt hinbekommen. Ja, das Einzige. So, das passt schon mal. Jetzt machen wir den Herbst. Der Kürbis, die Eichel, das Blatt, die Weintrauben. Nein, das ist nicht richtig. Das hier ist früh... Achso, der Regenschirm noch. Was? Was mit dem Kürbis? Oder ist das ein unreifer Kürbis? Das kann natürlich auch sein. Ja, gut, keine Ahnung. Also, das und das schon mal dahin. Das dahin. Ich sag da nichts mehr zu. Ja, schön. War jetzt trotzdem Glück. Jetzt haben wir einen Teil von dem Labyrinth hier. Darauf freue ich mich schon. Ich mag Labyrinthe. So, wir haben den Kristallkrug, wir haben den süßen Sirup, ein leeres Glas. Wir brauchen definitiv was, um dieses Wesen hier zu schrumpfen. Genau, Schrumpfwasser. Und hier oben fehlte irgendein Knopf. Ah. Ich nehme jetzt mal kurz die Karte. Hier können wir doch bestimmt die Symbole einsetzen. Boah, wenn das Spiel so hängt und das so lange dauert, habe ich immer Schiss, dass es abstürzt. Oh, Wimmeln! Na, die sind ja sehr auffällig platziert. Muss ich gar nicht da unten hinschauen. Da ist noch eins. So, zwei Stück noch. Wir gehen wieder systematisch alles ab. Dann geht das nämlich eigentlich am besten, wenn man sich wirklich genau... Da ist eins. Alles schön anschaut. Da. Und schon haben wir es gut gemacht. Ein Wappen. Ein Wappen. Wappen. Wo konnten wir ein Wappen einsetzen? Hier drin noch irgendwas? Nee. Im Garten war nichts. Hier hinten. Ja, ich kann ja mal hingehen. Aber ich glaube, hier war auch nichts. So, was sagt denn die Karte? Da? Doch noch was im Garten?
so, klar, die Tür. Aber da fehlte ja auch was. Fehlen irgendwelche dreckigen Teile. Okay. So, ansonsten hier. Klar, dieser Übergang, der versperrt ist. Dann hier und bei den Pilzen. Ach so. Na, mein Gott. Bei den Pilzen. Dann gehen wir dort doch nochmal hin. So. Da brauchten wir einen Hebel, Schleifstein. Ah, Moment mal. Ja, Glühwürmchen. Ach so. Wenn ich die... Wie kann ich die... Ah, mit dem süßen Sirup. Natürlich. Okay, jetzt haben wir Glühwürmchen im Glas. Gefangene Glühwürmchen. Das heißt, wir könnten damit irgendeine dunkle Stelle anleuchten, erleuchten. Moment, vielleicht hier? Ach, oder hier? Nee. Nee, auch nicht. Ein Wappen. Wo können wir ein Wappen einsetzen? Da ist Quatsch, da ist auch Quatsch. Dann gehe ich noch mal hier hin. Ich wüsste aber nicht, warum ich hier die Glühwürmchen aufhängen sollte. Bei ihm ist auch noch was, also bei diesem Opa. Aber da brauchten wir, glaube ich, ein Ventil. Pilzsporen. Phönixfeder? Kristallkrug. Okay. Nee, das funktioniert nicht. Da oben brauchen wir den Knopf. Zwei Schlüssel. Hebel. Schleifstein. Können wir das Wappen... Müssen wir irgendwo einsetzen? Ach ja, das Ei. Stimmt. Das Ei brauchen wir auch noch. Kann man nirgendwo ein Wappen einsetzen? Nee. Nö. Das ist auch Quatsch. Können wir hier nicht machen, ne? Als dadurch. Ich brauche etwas Scharfes. Da war nur etwas im Garten. Okay. Hier war sowieso nichts mehr. Dann gehe ich jetzt doch noch mal hier hin. Die Mutter mit ihren Kindern, Regenbogenkatze, Regenbogenfrettchen natürlich. So. Ach ja, hier muss das Ei rein, genau, das Ventil hatten wir. Das Ei. Gemütlicher Ort zum Brüten. Ergibt keinen Sinn, Pilzsporen. Ergibt auch keinen Sinn. Hier können wir sowieso nichts mehr machen. An der Brücke auch nicht. Also, hier haben wir jetzt alles ausgeschlossen. Da können wir nichts machen. Hier eigentlich auch. Da ist es nur der Zugang rechts hier zu diesem Brunnen, der noch nicht geöffnet ist. Im Garten sind es die Frösche an diesem kleinen Tor. Hier Hebel, Schleifstein und das Ei. Und hier hinten auch noch einiges. Hier muss noch was sein.
Vielleicht doch einfach so ein Symbol oder irgendein Teil, was rumliegt. Ob es das magische Wasser? Ja gut, aber es kann ja... Es kann ja nicht diese Wasserquelle hier sein. Das geht ja nicht, weil das ist ja... Das ist ja das Wachstumswasser. Das brauchen wir nicht. Ich werde mal einen Tipp nehmen. Jetzt bin ich gespannt, wo er uns hinschickt. Wahrscheinlich zu dem Opi. Ja, natürlich. Was? Wir können da rechts lang? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Dunkel. Ah, wie cool. Nee, das habe ich echt nicht gesehen, dass man hier auch rechts lang konnte. Da ist ein Snoopsy. The cart is stuck in the ditch. There might be something useful in there. I should try pulling it out. Ja gut, so bekommst du das aber nicht hin. Sind hier noch mehr Snoopsies irgendwo? Ich sehe gerade... Alter, gar keine. So, ihr habt euch gewünscht, dass wir mal wieder hier reinschauen. Warte mal, wo ist denn das Neue? Ah, ab hier fängt es dann an. Also, der Vater, wir lesen nochmal das Letzte. Der Vater machte sich auf die Suche nach einem geheimen Zuhause. Sie verbrachten jedoch kaum Zeit darin, denn sie spielten viel lieber draußen. Für die kleinen Snoopsies war die ganze Welt ein großer Vergnügungspark. Selbst ein Ausflug zum Angeln war für sie wie ein Abenteuer. Die Schule machte ihnen großen Spaß, vielleicht etwas zu großen Spaß. Die kleinen Händchen der Snoopsies verfassten so manches Lehrbuch. Was? Sie allein waren für ein gesamtes Regal in der Bibliothek im Palast der Hüter der Zeit verantwortlich. Snoopsies sind Naschkatzen. Wie können sie nur so viel Schokolade verputzen? Auch vor süßem Wasser und Nektar schrecken sie nicht zurück, solange es kein Wuchswasser ist. Ein Riesensnoopsie wäre doch etwas zu auffällig. Ja, ganz tolle Geschichte, ganz wunderbar. Ich beende die Folge mal an der Stelle. Sorry für die Unterbrechung, für die Probleme mit diesem Spiel. Ach, das ist ärgerlich. Aber na gut, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.